Kamera wie keine andere. Das ist die neue OM System TG7. Die OM System TG7 hat ein paar ganz besondere Merkmale. Einerseits ist sie stossfest, bis zu 2,1 Meter Höhe. Andererseits ist sie druckresistent, bis zu 100 Kilo Belastung. Und nebst all dem ist sie auch noch wasserfest, und zwar bis zu einer Tiefe von 15 Metern und kälteresistent. Man kann die Kamera einsetzen bis zu minus 10 Grad. TAF ist also Programm. TG7, das siebte Kind in dieser Modellreihe von OM Systems, vormals Olympus, bietet also auch die Robustheit, wie man sie kennt, von dieser sehr beliebten Kameraserie. Nebst der Robustheit zeichnet sich die Kamera natürlich vor allem durch Kompaktheit aus. Sie ist also sehr klein, um immer dabei zu haben. Trotz dem vierfach optischen Zoom, der hier verbaut ist, rund 25 bis 100 mm, wenn man das auf Kleinbild umrechnet, kann man die Kamera gleich so kompakt machen, ohne dass das Zoom ausfährt. Und das wird so gelöst, indem man oben die Optik umleitet, ist also der quere Weg eingebaut und wird nachher über ein Periskop umgeleitet, damit also keine beweglichen Teile ausfahren und eben auch die Robustheit ermöglicht. Kommen wir ganz kurz zu den technischen Daten. Die Kamera hat 12 Megapixel Sensor, der gleiche Sensor wie schon das Vorgängermodell. Was neu ist, sie hat einen neuen Bildprozessor, der das Rauschverhalten nochmal verbessert. Also man hat nochmal eine bessere Performance bei schlechten Lichtverhältnissen, was für die Benutzergruppen, die die Kamera einsetzen, sicher auch besonders wichtig ist. Es sind nämlich gerade mehrere Benutzergruppen, die Fans von der TG7 sind. Einerseits ist vielleicht ein bisschen naheliegend Outdoor-Fans, also Leute, die gerne im Wasser unterwegs sind, schwimmen, tauchen, schnorcheln. Und andererseits auch Wintersportler, wo eben Kälteresistenz wichtig ist, wo die Kamera auch mal in Schnee fallen darf, wo man sie vielleicht beim Skifahren, Snowboard im Sack hat und vielleicht auch mal umgeht und die Robustheit gefragt wird. Dort hat die Kamera eine grosse Fangemeinde. Aber es gibt auch ein professionelles Segment. Da meine ich jetzt weniger Profi-Fotografinnen und Fotografen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Profis im Bauwesen. Also auch dort, wo man eine robuste Kamera braucht, ist die Kamera entsprechend beliebt. OM System hat auch das erkannt, dass in diesem Segment eben auch eine grosse Fangemeinde hat und hat in dem Modell von der TG7 dem auch Rechnung trägt. Und zwar hat es einen neuen Szenenmodus integriert. Wenn ich hier schaue, sehe ich die bekannten Szenenmoden, Nachtaufnahmen, Personen, Bewegung usw. So neu habe ich aber auch im Bereich Bauwesen. Wenn ich darauf gehe, wird eben die Besonderheiten für den Einsatzbereich Rechnung trägt. Einerseits haben wir einen Modus, wo zum Beispiel der Staub nicht mehr so gut sichtbar ist. Andererseits habe ich einen Modus, wenn ich Räume dokumentieren muss mit schlechten Lichtverhältnissen und einer gewissen Tiefe, um das gut zu zeigen. Man sieht einmal gerade so ein bisschen Vorher-Nachher-Beispiel, wenn man den Modus einstellt, was sich dann entsprechend auch ändert. Auch etwas, was oft vorkommt auf dem Bau, dass man voll ins Gelegenlicht muss fotografieren muss. Hier ein sehr schönes Beispiel mit der Tunnelsituation. Räume, die wenig Fenster haben, dort haben wir oft das Problem, mit dem normalen Modus blitzt das so ein bisschen bis 1-2 Meter Distanz und nachher wird es schwarz. Da kann man also auch entsprechend dem gegenwirken. Baustelle ist einmal die Nacht ein Thema, wo man muss können unter schwierigsten Lichtverhältnissen draussen können fotografieren. Und auch ganz, ganz wichtig ist Dokumentation. Also man ist oft mit irgendwelchen Plänen konfrontiert, Dokumentationen, wo man entsprechend muss können festhalten. Und da gibt es auch einen speziellen Modus für die Dokumentenfotografie. Das Letzte, was wir hier noch haben, ist ein neuer Panorama-Modus. Wenn man also die ganze Baustelle möchte, können zeigen möchte, kann man das über den Panorama-Modus machen. Wir haben aber nicht nur dem Kundensegment Rechnung getragen, selbstverständlich auch
für das Outdoor-Segment, also in speziellen für das Unterwassersegment, hat man verschiedene Modi, die entsprechend der Aufnahmesituation Rechnung tragen, wie zum Beispiel Makromodus oder sogar Mikroskopmodus, um ganz nah hineingehen zu können. Oder auch hier ein HDR-Modus, wenn man gegen Lichtsituationen hat, um möglichst gute Ergebnisse eben bei schwierigen Lichtverhältnissen zu erzielen. Ein weiteres Kundensegment erschließt sich durch eine weitere Besonderheit dieser Kamera. Wenn ich also hier nochmal auf den normalen Modus gehe und mir die Kamera nochmal schnell von vorne anschaue, sieht man, man hat hier ein Bajonett. Normalerweise ist das durch einen Ring geschützt. Ich habe den Ring schon mal entfernt. Und das gibt mir die Möglichkeit, verschiedenes Zubehör anzuschliessen an die Kamera. Da kann man natürlich einerseits auch einen Telekonverter drauf tun, Fischaug- und Weitwinkelkonverter. Es gibt auch einen neuen Weitwinkelkonverter, den man wählen kann zwischen Weitwinkeln, die verzerrt sind, also runde Bilder ergeben, oder eben verzerrte Fischaugaufnahmen. Da hat man also auch für Fans oder für Leute, die besonders grosse Bildwinkel brauchen, eine entsprechende Ergänzungsmöglichkeit. Man kann aber auch einfach einen ganz normalen Adapterring anschließen, wo man noch dann ein Filter gewinnt hat, wenn man da zum Beispiel einen Polarisationsfilter drauf tun. Aber auf das, was ich jetzt hier ansprechen für die weitere Benutzergruppe, ist das kleine Zubehör besonders interessant. Und zwar tut das LED-Licht umlenken, vorne als Ring ums Objektiv herum. Wenn ich das entsprechend hier adaptiere und anschließe, habe ich noch die Möglichkeit, ganz besondere Makroaufnahmen entsprechend zu machen. Wenn ich hier auf den Nachaufnahmemodus gehe, hier gerade das richtige Programm wählen zuerst. Voilà. Ja, hier verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal auf einen normalen Mikroskopmodus, so ist das richtig. Und nachher dann habe ich die Möglichkeit, entsprechend das Licht zu wählen. Ich kann hier einerseits auf Blitzlicht stellen, aber was ich jetzt mache, ich das LED-Licht aktivieren. Das ist jetzt hier schon so eingestellt. Und jetzt kann ich wirklich bis 1 cm näher hineingehen. Ich kann hier auch noch das Zoom verwenden und kann nachher entsprechende Nachaufnahmen machen von Sachen, die man vielleicht eigentlich lieber nicht würde wollen sehen. Aber eben das Kundensegment, das ich jetzt ansprechen will, das sind zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Dermatologen, die Dokumentationen machen müssen und da wirklich sehr, sehr nah hin können. Da sieht man nachher eben jedes Detail. Und das ist möglich, indem man eben das Licht vorne ganz nah ans Objektiv bringt und man kann also bis 1 cm näher hin. Ich versuche hier noch schnell ein anderes Beispiel zu zeigen, wo das auch eingesetzt werden kann. Ich nehme hier mal schnell mein T-Shirt, da, das ich gerade schnell ein bisschen verzerre, und versuche mal schnell, ob ich das zeigen kann. Voilà, da sehe ich also auch, kann ich ganz nah an die Faser nehmen, kann das entsprechend zeigen. Also das ist wirklich ein ganz extremer Makromodus, den die Kamera entsprechend bietet. Das ist die eine Möglichkeit, die ich für Makro habe. Die zweite Möglichkeit, die ich noch habe, ist der Adapter, der vom Prinzip her eigentlich gleich funktioniert. Einfach tut er nicht ein LED-Licht, sondern ein Blitzlicht umlenken. Der Effekt, den ich damit erziele, ist ein bisschen anderer, weil ich habe hier das Licht stärker von der Seite. Es ist nicht ganz gleichmässig verteilt, wie ich es bei diesem Vorsatz habe. Und das gibt mir natürlich bildgestalterisch noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und das spricht dann eher Makrofotografinnen und Makrofotografen an, die zum Beispiel gerne Blumen fotografieren, Insekten, wo man eben vielleicht noch ein bisschen Form mit dem Bild haben und noch ein bisschen Bildgestaltung kann nutzen. Da ist das sehr ein spannendes Zubehör. Die Zubehör sind auch relativ günstig. Also da sind wir bei unter 40 Franken, hier bei unter 60 Franken. Und sind sicher Zubehör, die sehr beliebt sind zu dieser Kamera und die für alle Makro-Fans oder für Leute, die es im professionellen Umfeld für Nachaufnahmen brauchen, sicher nicht dürfen fehlen. Noch ein weiteres Zubehör, das neu kompatibel ist, ist der Fernauslöser. Das klingt jetzt vielleicht relativ simpel, ist aber auch sehr ein nützliches Zubehör, gerade speziell im Makrobereich, weil man dann die Kamera positionieren und eben die Erschütterung nicht hat. Und gleichzeitig auch für Content Creator, die also zum Beispiel auch Videos machen wollen, die kann man hier auch darüber auslösen. Speziell hat die Kamera jetzt neu auch einen Video-Hochformat-Modus, wo man also gerade für TikTok und für Stories, Instagram und Co. entsprechend hoch
Hochformat-Videos aufzeichnen, die man auch entsprechend kann so nutzen kann und auch entsprechend gerade kann über einen Fernauslöser auslösen. Kommen wir zurück von der Makrowelt in die Unterwasserwelt. Dort gibt es auch noch ein wichtiges Zubehör, das ich möchte ans Herz legen möchte, wenn ihr also viel im Wasser unterwegs sind. Das ist der Tragriemen hier. Den kann man ganz einfach ums Handgelenk kommen machen. Man kann ihn auch ein bisschen sichern. Man kann ihn aber einfach auch so in der Hand haben. Man kann ihn auch reinklinken. Das Besondere an dem ist, der hat Auftrieb. Also wenn man sie gleich einmal verlieren unter Wasser geht die Kamera eben nach oben und nicht nach unten. Dank dem, dass er rot eingefärbt ist, findet man die Kamera auch sehr schnell wieder und hat also da nachher nicht den kompletten Verlust, indem sie eben in die Tiefen des Meeres absinkt. Also das ist sicher ein Zubehör, das ich allen empfehle, die es unter Wasser brauchen. Ein anderes Zubehör, das sowohl für einen Baustelleinsatz sinnvoll ist, wie auch für einen Outdoor-Einsatz, Canyoning und Geschichten und Co. Das ist der Silikonüberzug, der gleich nochmal zusätzlichen Schutz bietet. Wir haben gesehen, sie ist sehr robust, aber für Kratzer und Schläge oder wenn es einmal etwas höher runtergeht, bietet das nochmal einen Schutz. Das kann man einfach drüber ziehen und hat dementsprechend wie eine zweite Haut, die die TG7 nochmal zusätzlich schützt. Braucht es noch Kompaktkameras, so kleine, in den Zeiten von Smartphones? OM-System zeigt, ja, die braucht es in gewissen Nischen, wenn die Kameras ganz Besonderes bieten. Und diese Kamera hier bietet definitiv ganz Besonderes. Neben dem Zubehör, das wir jetzt schon gesehen haben, gibt es noch ein riesiges weiteres Zubehörsortiment, das sich hier entsprechend adaptieren lässt. Zudem hat die Kamera auch noch ein GPS integriert, sie hat einen Thermometer, sie hat einen Manometer, der die Tiefe dort messen, sie hat einen Kompass integriert. Also für alle Outdoor-Fans, die auch gerne möchten dokumentieren, was sie machen, die Kamera zeichnet das alles auf und ist in dem Sinne ein treuer Begleiter für alle, die eine äußerst robuste, zuverlässige Kamera suchen. Schön führt OM System die Modellreihe weiter. TG7 wird in Kürze bei uns erhältlich sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte meldet euch bei uns, schreibt es unter die Kommentare, kommt vorbei, fragt unser Team. Wir freuen uns über die Neuheit aus dem OM System und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.